Dies ist wahrscheinlich das wichtigste Video, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Und es ist das wichtigste Video, was ich jemals in meinem Leben tun werde oder aufnehmen werde. Für alle die, die mich kennen, die wissen, ich habe ganz selten mein Skript. Meistens ist es so ein kleines Zettelchen, wo ich mal ein paar Notizen gemacht habe. Diesmal habe ich hier einige Zettel, weil es wirklich wichtig ist, dass ich nichts vergesse von dem, was ich hier sagen möchte. Und aber ich denke, es ist wichtig. Es ist wichtig auch für uns alle. Jetzt stand Mitte 2022, während viele von Ihnen, die das sehen, vielleicht auch Angst haben vor der Zukunft, ob das wirtschaftlich ist, ob das die wachsende Kriegsgefahr weltweit ist, ob das Umweltverschmutzung, Klimawandel, was nicht alles ist. Wer als denkender und fühlender Mensch hier auf dieser Welt macht sich nicht Gedanken darum, macht sich nicht Gedanken darum, was falsch läuft. Und ich möchte Ihnen jetzt meine Vision erzählen. Meine Vision dieser Welt, wie sie sein kann, wie sie das Beste ihrer selbst ist, wie die Menschen das Beste ihrer Welt sind. Und ich möchte Sie auffordern, mich bei dieser Vision zu unterstützen und bei diesem Werk mitzumachen, dieses Werk mit mir zusammen zu beginnen. Es wird nicht von heute auf morgen geschehen. Es wird dauern. Ich werde auch nur die Zeit haben, das Ganze anzustoßen und die grundlegenden Sachen, ein Netzwerk fertigstellen. Bis es Früchte trägt, wird es vielleicht sehr lange dauern. Nicht 10, 20 oder 30 Jahre, sondern vielleicht 100 Jahre oder 200 Jahre. Sie werden jetzt sagen, jetzt ist er ganz durchgedreht. Nein, bin ich nicht. Ich habe mich noch nie so klar gefühlt wie heute. Ich habe mich noch nie so klar gefühlt wie jetzt in den letzten Wochen, wo ich mir darüber klar geworden bin, dass es Zeit ist, an die Öffentlichkeit zu gehen. Wobei ich Ihnen auch sagen muss, dass ich alleine als Mensch mich niemals hier vor diese Kamera stellen würde und Ihnen von diesem Projekt erzählen würde, das ich jetzt umsetzen werde, wenn ich mich nicht rückversichern würde über meine Verbündeten, über die Götter, die ich verehre, über die Dämonen, die mich leiten und die mich letzten Endes auch darin bestärkt haben, dieses Video zu machen, die mich nahezu aufgefordert haben dazu. Und nein, um es nochmal klarzustellen, Dämonen sind nicht Wesen, die uns hier zerstören wollen oder die uns zu irgendwelchen schrecklichen Taten animieren oder sonst irgendwas. Dämonen sind im klassischen Sinne, nach den antiken Vorstellungen, Daimonos. Sie sind Begleiter, die uns zu dem Besten unseres Selbst machen wollen. Und auch das ist etwas, was ein völliger Paradigmenwechsel ist, weil wir haben in den letzten 2000 Jahren wirklich so viel Kultur, so viel Wissen, so viel Weisheit in den Müll getreten durch die Religionen, die hier die Macht an sich gerissen haben, dass wir viele Sachen überhaupt nicht mehr in unseren Köpfen drin haben. Aber wie gesagt, es ist nie zu spät für einen Neuanfang. Ich möchte Ihnen jetzt mal was von einer Vision erzählen, die ich habe. Stellen Sie sich vor, es gibt überall auf der Welt Zentren. Zentren, wo Menschen, die anders sind. Zentren, wo Menschen, die mit den Wesen da drüben kommunizieren können, die mit den Wesen da drüben verbunden sind, die hingehen können. Ich kenne selber Menschen, die sind teilweise sehr jung, die sagen, Mensch, wir haben Kontakt zu Wesen von drüben. Aber wen sollen wir das denn erzählen? Man lacht uns doch aus. Man hält uns doch für verrückt. Aber ich weiß, dass diese Wesen existieren. Und ich, wenn ich diese Menschen angucke, ich sehe sehr schnell, ob das gesponnen ist, ob das Wunschvorstellungen sind, ob das vielleicht irgendwelche Wahnvorstellungen sind oder ob das Drogenwahnvorstellungen sind oder ob das wirklich auf einem realen Fundament beruht. Es gibt einige davon und es werden noch mehr kommen. Es werden viele Seelen zurückkommen auf diese Welt in den nächsten Jahrhunderten. Und sie müssen aufgefangen werden. Diese Seelen, diese uralten Seelen, die zurückkommen, die diese Weisheit und dieses Wissen in sich tragen und hier zurückkommen auf diese Welt, die müssen aufgefangen werden, damit sich hier etwas Neues ergeben kann für diese Welt, etwas Neues entstehen kann. Eine völlig neue Art der religiösen Ausübung, die es in der Welt so noch nicht gegeben hat. Und dieses Projekt, sage ich Ihnen, ich will nicht zu viel versprechen. Es ist ein Projekt, was es noch nie zuvor auf der Welt gegeben hat, was völlig neu ist. Dieses Projekt ist aber auch das wichtigste spirituelle und religiöse und geistige Projekt der letzten 2000 Jahre in meinen Augen. Weil letzten Endes die monotheistischen Religionen haben diese Welt an einen Abgrund gebracht.
Und ich möchte, wie gesagt, hier gar nicht politisch werden. Ich möchte nicht auf Umweltverschmutzung, auf Klimawandel und diese ganze Kriegsgefahr. Ich möchte davon gar nicht reden. Das ist alles nicht mein Thema. Ich kann dazu auch nicht viel sagen, weil ich bin kein Politiker. Aber ich kann nur so viel sagen. Diese Welt steht am Abgrund und wir alle wissen das. Und keiner denkt, dass er die Macht dazu hat, das zu ändern. Aber jeder von uns hat es in sich drin, wenn er sich selber mal fragt, was man selber tun kann. Ja, wir können viele Kleinigkeiten tun. Wir können natürlich morgens, wir können die Mehrwegflasche holen beispielsweise. Das sind alles so Kleinigkeiten. Aber letzten Endes, es wird nichts im Großen ändern. Und im Großen, wenn wir Dinge groß ändern wollen in einer Welt, die im Prinzip von Religion übernommen worden ist, die diese Welt in den Abgrund treiben, die keine Antworten haben auf diese Probleme, die keine Antworten haben auf die Fragen, die die Menschen haben, wie sie sich selbst entwickeln können, wie sie selbst ihre Potenziale entwickeln können, die die Menschen klein machen, statt groß machen. Ich werde auch in diesem Video auch nochmal auf das Thema Lucifer, den ich sehr verehre, zurückkommen. Lucifer, der Gott letzten Endes, der die Menschen erleuchten will, der den Menschen Wissen geben möchte. Nein, da wird ein Gott verehrt, der die Menschen klein hält, der die Menschen zu Bücklingen macht. Diese Religionen haben dafür gesorgt, dass es in dieser Welt ein finsterstes Mittelalter gegeben hat. Dass es ein imperiales Herrschaftssystem gegeben hat unter diesen Religionen und andere Kulturen, andere Völker und andere Glaubensrichtungen gnadenlos ausgerottet worden sind. Die sich nicht missionieren ließen, wurden umgebracht. Die sich nicht diesem Glauben angepasst haben, wurden ausgegrenzt und sich selbst überlassen. Wir haben heute noch Völker, die diese Glaubensrichtungen, die diese animistischen Vorstellungen teilen, die ihre eigenen die Ahnenkulte haben, die ihre eigenen Götter verehren. Die gibt es auf der Welt. Hört man diese Menschen an, holt man diese Menschen zu sich, um sich inspirieren, um sich zu lehren zu lassen, was man anders machen kann. Natürlich müsste es da erstmal so weit kommen, dass Menschen beispielsweise aus Europa auch diesen Menschen auf Augenhöhe begegnen und nicht von oben herab. Aber das gibt es nicht. Wir können, wenn wir realistisch sind und wenn wir nicht unser Verhalten grundlegend ändern, davon ausgehen, dass von diesen Völkern, von denen es immer noch welche gibt, die wirklich seit Tausenden von Jahren ihre Kulturen aufgebaut haben, ihre religiösen Systeme aufgebaut haben, dass es in 200 Jahren, ich weiß nicht, wie viel noch gibt, ein Drittel weniger, die Hälfte weniger, 20% weniger, 80% weniger. Aber eins kann man sich sicher sein, stärker werden diese Kulturen nicht. Wenn ich mir die Indianer in den USA angucke, die in Reservate abgeschoben werden, oder in Australien die Aborigines, Verstädterung, Alkoholsucht, solche Sachen alles. Ich sehe da nicht unbedingt, dass diese Menschen unterstützt werden in ihren Kulturen, dass sie wertgeschätzt werden, weil Wertschätzung ist ein ganz wichtiges Thema für die heutige Zeit. Wertschätzung, dass man sich mit Menschen abgibt, die diese Welt wertschätzen, die etwas dazu beizutragen haben, etwas geben können, etwas Spirituelles geben können. Und das ist nicht die Schwurbeltante hier um die Ecke, die mit irgendwie 1000 Ketten um den Hals und irgendwelchen bunten Batiktüchern rumläuft. Wertschätzen sollte man die Menschen, die wirklich aus einer tiefen, fundamentalen Kultur der Weisheit und der Magie letzten Endes kommen und das aufgebaut haben. Die Menschen wertschätzen, die unsere Vorfahren noch zwangsmissioniert oder abgeschlachtet haben. Und ich möchte Ihnen jetzt meine Vision darlegen, wie die Zukunft aussehen kann. Weil wir stehen gerade an der Zeitenwende. Ja, es kann sich wirklich, wir stehen an der Zeitenwende, es wird sich alles ändern. Die Frage ist wie. Und übrigens, keine Ausrede. Ich weiß, wir haben hier Kriegsgefahr, Umweltverschmutzung, wir werden aber auch in 10 Jahren noch hier stehen. Es ist nicht die Apokalypse vor der Tür, wie manche Christen sagen und sich da schön, nein, die Welt wird weiter bestehen. Es gibt keine Ausrede, nichts dafür zu tun. Definitiv nicht. Weil ansonsten würde ich mir nämlich die Arbeit hier ersparen. Da bräuchte ich das nicht zu machen. Aber ich habe eben doch noch Hoffnung darauf, dass wirklich sich einiges hier ändern kann. Und zwar diese Vision. Ich habe sie schon seit Jahren irgendwo im Kopf und sie bildet sich immer mehr. Und jetzt in den letzten Monaten hat sie sich wirklich dazu gebildet, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt an die Öffentlichkeit. Ich habe Träume gehabt. Ich habe Träume gehabt, dass ich es tun soll. Ich habe von der Nike geträumt, die mir ihren Segen dazu gegeben hat. Ich habe Träume aus der Unterwelt bekommen.
Ich habe Träume bekommen, die mich bestärkt haben in dem. Weil, wie gesagt, ich alleine würde hier nicht stehen, wenn ich nicht den Rückhalt für drüben hätte. Ich bin 52 Jahre alt. Ich habe erst neulich gesagt, als noch so ganz auf der Kippe stand, da habe ich gesagt, Mensch, ich bin 52 Jahre alt. Was soll ich jetzt hier noch anfangen, so ein riesiges Projekt, was es noch nie auf der Welt gegeben hat, in Gang zu setzen? Die Zeit habe ich gar nicht mehr. Ich habe in der Nacht von einer Situation geträumt, wo ich dastehe und mir gesagt wird, du hast dir etwas verdient. Du such dir eine Uhr aus. Diese Uhr ist neu. Such sie dir aus. Du hast die Zeit dazu. Und ich werde diese Zeit nutzen. Stellen Sie sich vor, in der Zukunft, es leben Menschen, die erkennen, dass sie anders sind. Dass sie persönliche Anbindung zu den Wesen da drüben haben. Was übrigens nichts Irres oder Verrücktes ist, das war in der Antike völlig normal. Diese Menschen wussten, wo sie sich hinwenden können, die sind zu ihren Priestern gegangen, wurden aufgenommen, wurden ausgebildet. Das war in der Antike völlig normal, in allen Kulturen, außer in den letzten 2000 Jahren. Da war es verpönt, weil da sollte man nicht wissen, da sollte man nur dienen. Diese Menschen kommen in eine Gemeinschaft, die sie aufnimmt, die sie ausbildet. Druiden beispielsweise in Britannien, sagt man so schön, wurden 20 Jahre ausgebildet, bis sie fertig waren. Dort werden diese Menschen auch die Zeit haben. Sie brauchen sich nicht um ihre materiellen Dinge Gedanken zu machen. Sie werden 100% finanziert, sie werden ein gutes Leben haben, sie werden ausgebildet, weitergebildet. Und selbst wenn sie irgendwann nicht mehr wollen, wenn sie sagen, ich möchte ein ganz normales, anderes Leben haben, ich möchte, keine Ahnung, irgendwas machen, auch dann wird man sie nicht verachten oder wird ihnen alles nehmen. Nein, dann wird man sie noch mit einem Händedruck verabschieden und wird sich bedanken und wird sagen, okay, für euch wird trotzdem gesorgt. Weil die Menschen, die dort Zutritt haben und die dort unterstützt werden, die haben im Prinzip in meinen Augen das verdient, dass sie unterstützt werden ihr Leben lang. Und dazu wird es auch viel Geld brauchen. Für dieses Projekt wird es sehr viel Geld brauchen. Ich komme im Laufe des Videos noch darauf, wie viel Geld es sein wird. Sie werden sich erschrecken, Sie werden vielleicht mich auch auslachen, keine Ahnung, ist mir egal. Aber dieses Geld wird notwendig sein und dieses Geld wird kommen. Diese Menschen, die ausgewählt werden, diesen Weg der Weisheit zu gehen, ihre Talente auszubauen, keine Angst haben müssen vor Mittellosigkeit, keine Angst haben müssen, sich mehr lächerlich zu machen, dafür, dass sie sagen, dass sie mit drüben verbunden sind. Dann wird es alle paar Jahre Treffen geben. Treffen aller polytheistischen Strömungen und Religionen. Alle werden eingeladen sein, sich an einem Ort wechselnd in der Welt zu treffen. Da werden sich die südamerikanische Schamanen mit Aborigines treffen, mit Voodoo-Priestern in Benin oder schwarzen Hexen aus Deutschland, die mit einem Dämon zusammen sind. Sie alle werden sich treffen. Sie alle werden sich treffen und werden gemeinsam gucken, wie in so einem Think Tank, wie in so einem Brainstorm, wie in so einem riesengroßen Brainstorm. Was ist mit der Welt? Was können wir mit der Welt tun? Wie können wir der Welt helfen, wieder sie selbst zu sein und sich besser zu entwickeln? Was können wir machen? Weil alle diese Menschen, die sich dort treffen, die dort letzten Endes Abgesandte auch ihrer Götter und ihrer Wesen sind, die sind ja Abgesandte von ihnen. Die werden eins nicht tun. Die werden nicht dafür sorgen, dass diese Erde im Grund und Boden getreten wird, weil man sie sich untertan machen will, sondern Menschen, die der Meinung sind, und da sind alle polytheistischen Religionen gleich, die der Meinung sind, dass die Erde eine Gottheit ist, werden sie nicht schänden. Sie werden alles dran setzen, im Prinzip diesen Fortschritt so zu lenken, dass er auch der Erde zum Nutzen sein wird. Und sie werden auch dafür sorgen, dass im Prinzip die Menschen ihr bestes Potenzial ausbauen können. Und sie werden eine sehr, sehr gute Alternative zu den Religionen sein, die die Menschen bisher nur unterdrückt haben in den ganzen letzten 2000 Jahren. Und das wieder aufzubauen, das kann nicht im Kleinen gelingen, das kann nicht in einer Gruppe von 10 Mann gelingen oder in irgendwelchen Gemeinschaften, wo man sich eine Einliegerwohnung in der Stadt nimmt und sich dreimal im Monat trifft, da kann es nicht gelingen, sowas. Und ich werde Ihnen auch noch sagen, warum das bisher nicht gelungen ist. Es gab genug Ansätze, etwas zu verändern, warum es nicht gegangen ist. Der andere Aspekt dieser Gemeinschaft wird sein, dass jeder, der wirklich die Befähigung hat, nicht nur aufgenommen wird, sondern eingeladen ist, und es ist auch egal, wo er lebt.
Es wäre beispielsweise auch möglich, dass ein Voodoo-Priester aus Benin, um da mal zu bleiben, dieses europäische Zentrum leiten könnte oder hier die Menschen ausbilden könnte. Wichtig ist, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, dass jeder die gleichen Rechte hat. Jeder. Und dass man voneinander lernt und dass man auch gerade bei diesen Kulturen, und wir haben es dringend nötig, dass man sich bei diesen Kulturen auch wirklich wie einen neuen Ruf erarbeitet, nämlich dass man zuhört, dass man von ihnen lernen möchte und nicht, dass man sagt, ihr lernt mal von uns, wie man im Leben umgeht oder was man glaubt und denkt und tut. Dass man nicht von oben herabguckt auf diese Menschen, sondern diese Menschen achtet, weil sie haben viel zu geben. Sehr viel. Ja. Ich sehe diese Gemeinschaften, die über die ganze Welt verteilt werden. Ich sehe sie so ein bisschen wie die Föderation in Star Trek. Vielleicht sage ich das mal so, damit Sie das auch besser verstehen. Nur mit dem Unterschied, es handelt sich nicht um irgendwelche Aliens. Es handelt sich um, ich sage mal so, fremde Völker hier auf der Welt. Weil, sind wir doch mal ehrlich, was sind denn für uns diese Völker, die noch ihre animistischen Traditionen hier leben? Sind das nicht auch irgendwo Aliens? Sind sie nicht auch völlig unbekannt und völlig befremdlich? Das zu ändern, wird das Ziel sein. Und sich da zusammenzuschließen, ohne im Prinzip irgendeinen Weg vorzugeben, der Bessere ist, der Stärkere und Mächtigere ist. Und deshalb ist es auch wichtig, dass in diesen Zentren, ob die nun, egal wo auf der Welt, wo sie sind, dass es nicht heißt, wir sind in Europa, da herrscht dieses Pantheon. Nein. Der Mensch, der ankommt und sagt, ich habe eine Verbindung da und dahin, wird seine Gottheit auf einen Altar stellen. Und die Pantheons, die Götter, die sehr real sind, die denkende und fühlende Wesen sind, glauben Sie es mir, die werden schon in der Zukunft wissen, wo sie letzten Endes, wo der Platz für sie sein wird. Wissen wir denn heute, ob die germanischen Götter nicht vielleicht in 500 Jahren in Südamerika verehrt werden am meisten? Das wissen wir heute nicht. Aber das werden die Götter entscheiden. Aber wir müssen den Weg auch frei machen für die Götter, dass sie sich entfalten können wieder, neu entfalten können. Es gibt ja diesen schönen Spruch, die Götter werden es schon richten. Ist das wirklich so einfach? Sind wir aus der Verpflichtung raus? Gucken Sie sich um. Wir sind nicht aus der Verpflichtung raus. Die Götter sind nicht irgendwelche Zahnfeen, die ankommen und uns Wünsche erfüllen. Wir müssen den Göttern auch irgendwo den Weg ebnen, hier wieder auf die Welt, um hier wieder ihren alten Glanz irgendwo einzunehmen, ihren alten Sitz, ihren alten Glanz auch wieder verbreiten zu können. Wir als Menschheit haben die Götter vertrieben. Das gilt es endlich rückgängig zu machen. Und endlich ein Gleichgewicht zu den monotheistischen Religionen herzustellen. Ich möchte nochmal betonen, dass wenn diese Treffen stattfinden, dass diese Treffen auch organisiert werden, dass die Menschen, die eingeflogen werden, auch auf Kosten dieser Gemeinschaft eingeflogen werden. Weil wir wissen doch, wo leben denn diese Völker? Die haben kein Geld, die sind bettelarm. In einer weiteren Entwicklung werden wir auch sehen, dass wir karitativ tätig werden, dass wir diese Menschen, auch diese Völker auch unterstützen werden. Aber bis es soweit ist, wir müssen dafür sorgen, dass sie sich keine Gedanken darüber machen müssen, wie sie hierher kommen. Sie werden eingeladen. Auch dafür bedarf es einer Menge Geld. So. Ich möchte ja die karitative Weg, genau. Ich möchte hier nochmal betonen, dass alle magischen Systeme respektiert werden, egal welche. Alle polytheistischen magischen Wege, die wahrhaftig sind und die wirklich eine Anbindung nach drüben erfordern. Nicht irgendwelche spinnerten Ideen von irgendwelchen Europäern, die meinen, sie können den Leuten hier irgendwelchen Mist erzählen, weil sie auf ihrem letzten Joint irgendwas erfahren haben. Die meine ich nicht. Alle wahrhaftigen spirituellen Richtungen sind dort willkommen und gleichwertig. Egal wo auf der Welt, in welches Zentrum sie auch kommen. Natürlich wird es in manchen Zentren, natürlich wird es in Afrika wahrscheinlich mehr Menschen aus dem Voodoo geben oder aus den animistischen Glaubensrichtungen, als vielleicht Menschen, die germanische Götter verehren. Aber das ist letzten Endes egal, weil wir alle haben zu viel verloren, als dass wir uns leisten könnten, zu sagen, das schaffen wir selber. Das
haben wir selber, das brauchen wir alles nicht. Doch, wir brauchen es. Verdammt nochmal, ganz dringend brauchen wir das. Ich möchte übrigens bei den monotheistischen Religionen eine Religion außen vor lassen, die ich ganz gezielt auch anspreche, wo ich sage, dass ich mir durchaus vorstellen kann, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten, weil sie eine eigene Mystik haben, weil sie niemanden gedenken zu missionieren oder umzuändern oder verachten, weil er anders glaubt. Sie haben eine Akzeptanz, eine Grundakzeptanz, weil sie wissen, was Verfolgung ist. Und das sind die Juden. Die Juden sind in meinen Augen die einzige von diesen ganzen monotheistischen Strömungen, die meine Sympathie auch haben. Weil ich denke, dass sie wirklich genau wissen, was Verfolgung ist. Und dass sie selber ihre Spiritualität auf eine sehr positive Art und Weise sehen. Und ich denke, ich würde mich freuen, wenn in der Zukunft es möglich sein wird, vielleicht werden sie irgendwann Mittler sein zwischen den einzelnen Religionen. Wer weiß das schon? Aber auf jeden Fall, ich will nur sagen, ich möchte hier nicht mich hinstellen und möchte irgendwelche anderen Religionen verächtlich machen. Ich möchte aber für den Glauben, den ich vertrete und den viele andere Menschen gerade wiedergewinnen, für diese Menschen möchte ich sprechen. Nicht als großer Oberführer, sondern als derjenige, der den Menschen irgendwo Freiheit gibt. Weil diese Freiheit kann nur jeder selber in sich letzten Endes erwirken, aber mit Hilfe seiner Götter, nicht mit Hilfe von Menschen. Ich kann nur ein Netzwerk hier in Gang setzen. Mehr nicht. Aber das werde ich tun. Wir haben folgende Situation derzeit. Wir haben Religionskriege hinter uns. Wir haben Missionierung bis ins 20. Jahrhundert, die ganze Völker ausgelöscht hat, die Kulturen ausgelöscht hat. Wir haben die Verantwortung, nachdem wir diesen Völkern so übel mitgespielt haben, dass wir ihnen mit Augenhöhe begegnen, dass wir ihnen auch ihre eigene Spiritualität wiedergeben und die Würde vor allen Dingen, die Würde über ihre Spiritualität und dass wir sie wirklich nicht an die Hand nehmen wie ein Kind, sondern dass wir uns an die Hand nehmen lassen, weil sie uns das geben können, was wir hier seit 2000 Jahren verlernt haben. Wir haben einen desaströsen Zustand in den indigenen Kulturen weltweit. Ob das Alkoholsucht ist, Verstädterung, Entwurzelung, habe ich schon drauf eingegangen. Das ist das, was wir momentan für eine Situation haben. Jetzt gucken wir nochmal, was wir hier für eine spirituelle Situation gerade in Europa und in Nordamerika haben. So. Wir haben bei den Menschen, die hier spirituell arbeiten, keine Verbindung zur geistigen Welt, keine Verbindung zu Göttern oder Dämonen. Wir haben Menschen, die Spinner sind. Wir haben Menschen, die sich hinstellen, sich Drogen einwerfen und den Leuten irgendwelche Geschichten erzählen. Wir haben kaum Menschen. Kaum, nicht keine, aber kaum Menschen, die diese Anbindung noch haben. Ich kann das erkennen bei Menschen, ich erkenne das. Und das können andere auch. Was glaubten Sie wohl, warum gerade in anderen Kulturen immer nur mit dem Kopf geschüttelt wird, warum in Südamerika, warum sich beispielsweise die dortigen Schamanen dagegen verwahren, dass ihre Kultur hier dermaßen missbraucht und verscherbelt wird. Die reden hier von den Schamanen, die hier ausgebildet werden. Nur noch von Neoschamanen oder Plastikschamanen. Die haben keinen Respekt für das, was hier rumläuft, für diese Leute, die sich irgendwelche Fälle überziehen und sich einen Feder ins Haar stecken. Das kann nicht die Zukunft sein. Das kann nicht eine spirituelle Zukunft für uns sein. Das ist aber leider der Alltag. Wir haben hier beispielsweise, wir haben ja auch hier eine heidnische Szene, ich kann hier nur speziell von Deutschland reden. Man soll sie sich doch mal angucken. Ist diese heidnische Szene offen? Ich habe mir das mal rausgeschrieben, es gab einen Spiegelartikel. Da stand drin, dass von den antiken Kulturen, von den Ägyptern, Griechen und Römern, gerade mal 1% des Wissens erhalten sind und in die Neuzeit getragen worden sind. Gerade mal 1%. Von den nordischen Kulturen ist es noch weniger, weil es waren hier keine Schriftkulturen. Und das, was überliefert ist, wurde meistens von den Römern auch noch verdreht aufgeschrieben. Da ist kaum was überliefert. Wir haben ein Wikinger-Sagenbuch, das von vielen dieser Menschen als Bibel gesehen wird. Obwohl es ein Wikinger-Sagenbuch ist, wo nur ein paar Grundlagen drinstehen. Es wird dermaßen dogmatisch rangegangen, dogmatisch und nationalistisch, ohne sich dessen im Klaren zu sein, was diese ganze nordische Religion eigentlich geben kann. Und das finde ich so schade.
Und deshalb sage ich, wir brauchen uns nicht von Plastikschamanen und Gammeldruiden sagen zu lassen, wie unsere Zukunft auszusehen hat. Die können wir selber bestimmen, aber wir müssen uns öffnen. Und diese Menschen, die hier beispielsweise auch heidnische Religion leben wollen, müssen sich Dinge sagen lassen, sie müssen sich Dinge lehren lassen. Weil was glauben Sie, was passiert? Ich kenne da genug Menschen, die Erfahrungen gemacht haben. Wenn hier Menschen hinkommen in eine heidnische Gemeinschaft und sagen, sie möchten einen persönlichen Kontakt zu einer Gottheit haben, wie kann man das anstellen? Unterstützt mich dabei. Oder die noch ankommen und sagen, ich habe einen persönlichen Kontakt zu einer germanischen Gottheit. Sie werden verachtet, sie werden verächtlich gemacht. Es sind Mummenschanzreligionen, die ihre Götter als Dekoartikel in Schränke stellen. Aber es ist keine lebende Religion. Gemeinschaften, die nicht leben, die sind mittel- oder langfristig zum Aussterben verdonnert. Und das ist die Gefahr, die ich sehe. Weil letzten Endes bei einer Religion, wenn sie auch so gelebt wird, die nur noch einen Bruchteil dessen beinhaltet, was sie mal gewesen ist, die muss sich fremden Einflüssen öffnen, um wieder zu dem zu werden, was sie sein kann. Und auch diese Gruppen müssen sich dem öffnen von Menschen, die es besser können. Und da gibt es viele noch, die ganzen Naturvölker hier auf der Welt können das. Sie können diesen Menschen beibringen, wieder mit ihren Göttern eins zu werden. Sich von ihren Göttern das Wissen wiedergeben zu lassen, was verschüttet worden ist. Das können sie. Aber dazu müssen sie in der Lage sein, sich aufzuschließen. Es ist doch beispielsweise so, eine gute Freundin sprach von einem Bekannten, der hat sich ein riesengroßes Bild von Odin auf seinem Rücken tätowieren lassen. Der strahlt, wenn er den Namen Odin hört. Er ist mit ihm verbunden. Das sieht man richtig. Ja, das Problem war, der war noch nie in Europa gewesen. Der kommt aus Südamerika. Der ist dunkelhäutig. Was glauben Sie wohl, was passieren würde, wenn dieser Mensch hier in Europa sagen würde, dahin gehen würde zu diesen heidnischen Gruppen und sagen, ich verehre Odin, ich möchte einen persönlichen Kontakt oder vielleicht habe ich auch einen persönlichen Kontakt. Was meinen Sie, wie der angeguckt würde? Zum Fremdschämen sage ich da bloß. Zum Fremdschämen. Hat übrigens auch meine Verlobte erfahren müssen. Musste sich auch sagen lassen, weil sie sich denn um das Thema Runen kümmert, ist doch gar nicht ihre Sache. Geht sie doch gar nichts an nach dem Motto. Warum? Sie ist halt Deutsche, aber sie hat halt keine deutschen Wurzeln. Sie kommt halt ursprünglich, also ihre Wurzeln liegen halt ursprünglich in der Türkei, der ihrer Vorfahren. Deshalb hatte sie hier mit Runen nichts zu tun. Wenn ich diesen Menschen gesagt hätte, dass meine Verlobte aber einen persönlichen Kontakt hergestellt hat zu Hel, hätten sie nicht geglaubt, würden sie bis heute nicht glauben. Aber das ist das Ding. Wir müssen bereit sein, voneinander zu lernen und das völlig neu aufzuziehen, völlig neu aufzubauen. Und diese Verweigerung, voneinander zu lernen, wird letzten Endes dazu führen, dass diese gesamten Gemeinschaften, die hier in Europa und in Nordamerika bestehen, zum Tode verurteilt sind. Es wird sich nichts ergeben. Diese Lücke, diese spirituelle Lücke, dieses Machtvakuum werden wieder die Falschen ausfüllen. Wieder. Und dazu darf es nicht kommen. Die Haltung auch, dass immer gesagt wird, die Götter machen das schon, ist nicht die richtige Haltung. Wir müssen das in die Hand nehmen. Wir müssen den Göttern den Weg bereiten. Habe ich aber, glaube ich, auch schon angesprochen. Was wir brauchen, ist eine neue Art der Spiritualität, neues Denken, neue Vision und wir brauchen eine völlig neue Art der religiösen Ausübung, eine völlig neue Art. Ich möchte hierbei nochmal auf was eingehen, was demzufolge auch folgen wird. Und da werden Sie vielleicht erschrecken, eine neue Priesterschaft, neue Priester. Und damit meine ich nicht eine Priesterkaste, die über allem steht, ich meine die weisesten Menschen, die wirklich direkten Kontakt nach drüben haben, die den Menschen helfen können, wenn sie kommen. Überall auf der Welt, überall in den Zentren. Und jeder, egal wo er ist, weiß, wenn er sich dahin begibt, mit seinen Talenten, die andere für verrückt halten, wird aufgenommen werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es beispielsweise auch in Arabien oder in Ägypten beispielsweise noch genug Menschen geben wird, die ägyptischen Götter verehren. Die würden sich niemals trauen, sich zu offenbaren oder zu outen. Sie wurden umgebracht. Wenn es aber die Möglichkeit gibt, dass sie wissen, dass es da Asyl gibt, wo sie aufgenommen werden, wo sie unterstützt werden, meinen Sie nicht, dass sie dann vielleicht den Mut finden würden, dahin zu gehen?
dann wäre es wichtig, beispielsweise die Gemeinschaften in Teilen der Welt zu haben, wo da vielleicht das Asylrecht so ist, dass diese Menschen aufgenommen würden. Auch das ist alles eine Frage der Zukunft und eine Frage, die möglich ist zu lösen. Das ist nicht unmöglich, glauben Sie es mir. So. Bleibt die Frage auch beispielsweise, welches Pantheon wo? Weil es wurden auch schon Fragen gestellt. Na, hier in Europa müsste dann dieses Pantheon, da dieses Pantheon. Darauf kommt es nicht an. Wie gesagt, wir wissen nicht, ob in 500 Jahren nicht die germanischen Gottheiten beispielsweise in Südamerika am besten verehrt werden. Das wissen wir heute nicht. Darum werden sich die Götter kümmern. Wir müssen aber generell erstmal den Weg freimachen, wieder zu einer grundlegenden Neubewertung unserer Spiritualität in Europa und in Nordamerika. Wir müssen bereit sein, von diesen ganzen Menschen zu lernen, die wir über Jahrhunderte unterdrückt haben. Von denen müssen wir bereit sein zu lernen. So. Ich habe schon gesagt, dass alte Seelen zurückkommen. Und die werden vermehrt zurückkommen. Sie brauchen Menschen, die sie auffangen. Nicht, die sie irgendwo wegsperren oder für verrückt erklären. Ich möchte mal darauf zu sprechen kommen, ob es nicht bisher schon gute Ansätze gegeben hat. Ja, die hat es. Es gab weise Menschen, es gab weise Gemeinschaften, es gab spirituelle Gemeinschaften, die wirklich Tolles vollbracht haben, die viel wissen. Ich persönlich bin nicht der größte Magier unter der Sonne. Ich bin es nicht. Es gibt bestimmt 100-mal bessere. Aber ich will nur dazu sagen, ich halte mich hier nicht für den großen Führer. Das halte ich nicht. Aber ich halte mich für denjenigen, der nicht gewillt ist, da länger zuzugucken. Ich möchte etwas verändern. Und letzten Endes, es gab diese Menschen. Wenn ich mir angucke, beispielsweise für mich sehr weise, Osho, für mich sehr mächtig und sehr wissend und auch weise, war Crowley. Aber alle diese Gemeinschaften haben einen ganz großen Fehler gemacht. Die haben sich von sich selbst korrumpieren lassen. Alle diese Gemeinschaften haben intrinsisch gearbeitet. Die haben ihre Energien nach innen gerichtet, nicht nach außen. Die haben Anhänger gesucht, die ihnen zugearbeitet haben. Die letzten Endes die Führer dieser Gemeinschaften gehuldigt haben. Aber die nichts zurückgegeben haben, die nichts nach draußen gegeben haben. Das ist auch der Grund, warum, wenn diese Führer dann irgendwann nicht mehr sind, diese Gemeinschaften irgendwann auch irgendwo an Zuspruch verlieren, manchmal auch zugrunde gehen oder halt wieder in der Versenkung verschwinden. Crowley beispielsweise, das wissen heute auch die wenigsten, der wollte ja nicht eine neue Religion gründen, der wollte die Religion zerstören. Und was hat er gemacht? Genau das hat er gemacht, eine neue Religion gegründet. Und genau das Gleiche, was er an anderen kritisiert hat, hat er dann selbst gemacht. Er hat sich selber fast anbeten lassen. Und diese intrinsische Arbeit dieser Gruppen, auch wenn es Leute gibt, die es besser machen wollen, hat dafür gesorgt, dass das alles irgendwo den Bach runtergeht. Und deshalb sage ich definitiv, es gibt andere Möglichkeiten. Man muss nicht intrinsisch arbeiten, sondern nach außen hin. Jeder, der spirituell hier auf dieser Welt irgendwie was geben möchte, muss etwas zurückgeben. Und beispielsweise, ich kann nur sprechen, ich bin Schwarzmagier. Ich möchte aber niemanden schaden. Ich möchte, dass freie Menschen hier bestimmen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich kenne genug Menschen, die gerade die Unterwelt verehren, die gerade Dämonen oder Gottheiten, Unterweltgottheiten verehren. Aber kaum einer hat sich mal die Mühe gemacht, darüber nachzudenken, was er bereit sein könnte, für das, was ihm von drüben gegeben wird, von diesen starken Partnern auch gegeben wird, zurückzugeben. Ich möchte etwas zurückgeben. Ich lebe sehr gern, ich möchte auch kein Märtyrer sein, ich bin auch kein Workaholic. Aber ich lebe sehr gern und ich lebe auch sehr gern sehr gut. Aber ich möchte etwas zurückgeben für das ganze Tolle, was mir die Unterwelt auch schenkt, was sie mir auch für ein Vertrauen schenken. Ich möchte das zurückgeben, ich möchte für diese Wesen da drüben was tun. Und das sollte für jeden spirituellen Menschen, egal was wen er verehrt, selbstverständlich sein. An erster Stelle, in der heutigen Zeit und nicht nur dann, auch später, überall, etwas zurückzugeben, nicht nur zu nehmen, sondern etwas zurückzugeben und darüber nachzudenken. Und damit meine ich nicht, ich gebe dir meine Seele. Ach doch, Quatsch. Lasst euch doch nicht so ein Bullshit erzählen. Setzt euch dafür ein, dass es besser wird. Damit seid ihr auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Ja. Diese Religionen, die nach innen arbeiten, haben kein dauerhaftes Überleben. Deshalb kann es nur
eine Gemeinschaft sein, die nicht eine neue Religion begründet, sondern einfach ein neues Denken, ein neues spirituelles Denken. Die als Gemeinschaft auftritt, aber nicht als autarke, autistische Gemeinschaft, die in irgendeiner Form den Leuten hier irgendwas befiehlt, mit irgendwie großen Führern, sondern es kann nur in einer Gemeinschaft sein, wo es viele Menschen gibt, die gleichberechtigt diese Welt aufbauen, diese neue Welt aufbauen. Nur dann. Nicht in dem, wir brauchen keine Angst haben, ich möchte nicht als der große Führer dastehen und sagen, hier, so ist es aus, ihr könnt mich alle hier verehren. Nein, ich bin hier nur ein Mensch auf dieser Welt. Es werden Menschen kommen, die mir wahrscheinlich Hausdruck überlegen sind. Aber bis es soweit ist, möchte ich meine Kraft in dieses Projekt stecken. Ich möchte, dass es Früchte schlägt. Ich möchte für die Unterwelt und für die Welt der Götter, dass es eine bessere Welt wird. Aber das habe ich schon gesagt, glaube ich. Ich möchte jetzt vor allem auf etwas zu sprechen kommen, was vielleicht Sie jetzt noch, wenn Sie nicht schon so mit offenem Mund hier sitzen und denken, der Verrückte, was Sie vielleicht noch mehr entsetzen wird. Nicht nur die neue Priesterschaft, sondern das Geld. So. Ich will Ihnen jetzt nochmal, erstmal möchte ich Ihnen, bevor ich darauf zu sprechen komme, möchte ich Ihnen nochmal etwas sagen. Wissen Sie, warum ich ganz fest daran glaube, dass es klappt? Warum ich ganz fest daran glaube, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann? Wegen dem Wesen, unter dessen Schutz ich stehe, wegen dem Wesen, das ich zutiefst verehre, es gibt viele Wesen, die ich verehre oder mit denen ich unter deren Schutz, dessen Schutz ich stehe. Ob das Hekate, ob das Samael ist, ob das Lilith ist. Es gibt einige. Aber vor allem ist es Lucifer. Weil Lucifer ist für mich auch der Lichtbringer. Er bringt den Menschen das Licht, Erkenntnis und Weisheit. Ich habe mal ein Video gedreht zum Thema Lucifer. Wer es nicht gesehen hat, kann sich es gerne ansehen. Und der kann sich das wirklich mal angucken, was ich auch persönlich von Lucifer halte, wie ich auch persönlich Lucifer sehe. Und wie ich auch wütend wäre, wenn ich sehe, wie Lucifer heutzutage dargestellt wird. Weil Lucifer ist wirklich ein Gott der Erkenntnis, ein sehr moderner Gott, der uns viel geben kann. Der viel Neues auch geben kann. Lucifer steht nicht für Rückschritt, sondern für Fortschritt. Und er kann uns helfen, unsere tolle menschliche Zivilisation besser zu machen. Und er hat Verständnis für den Menschen. Er hat Verständnis dafür, Menschen, die im Prinzip Erkenntnis haben wollen, die Wissen haben wollen. Das kann er vermitteln. Dazu ruft er auf. Und deshalb verehre ich Lucifer. Lucifer ist für mich ein Gott, der verehrenswert ist. Den ich mit tiefstem Herzen verehre. Natürlich genauso wie meine Mutter Hekate. Oder wie Lilith. Oder wie Samael. Oder Gottheiten, die ich kennengelernt habe. Die wunder, wunder, wundervoll sind. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Wir werden uns jetzt mal darüber unterhalten, wie diese Gemeinschaft aufgebaut werden kann. Ich habe Ihnen schon gesagt zum Thema eines Netzwerkes. Ich möchte Ihnen dazu mal etwas zeigen. Ich möchte Ihnen dazu mal etwas klar machen. Was wir hier sehen, ist eine Weltkarte. Um zu zeigen, was ich meine, möchte ich Ihnen mal eine kleine Zeichnung geben. Wir sehen hier Amerika, Nord- und Südamerika. Wir sehen hier Afrika, Europa, Asien, Australien. Diese ganzen Gebiete hier sind alle christlich dominiert. Alle christlich. Wir haben hier ein paar Hindus, wir haben hier den Islam. So. Wir haben hier das Christentum und den Islam. Wir haben aber überall so kleine Punkte, wo andere Religionen noch vorherrschen. Wo die ursprünglichen Religionen noch sind. Überall auf der Welt. Und diese Gemeinschaften, die ich gründen möchte, die alles verändern werden, die ein völlig neuer Ansatz sind, werden hier sein, werden da sein, werden dort sein, dort, dort und dort. Und sie werden miteinander verbunden sein. Das ist ein Netzwerk. Und wenn man sich sieht, von oben nach unten, die obere Welt und die Unterwelt verbunden. Wenn ich sehe, die einzelnen Punkte in ihren Diagonalen, was bilden sie? Eine germanische Form der Hagalas-Rune, aber in der Form, dass sie nicht irgendwie für Hagel oder für Eis steht, sondern für eine Epoche,
wo Hagel im Prinzip, wo Eis zu Wasser wird, wo Eis zu schmelzen beginnt. Es ist eine Zeitrune und sie steht in der Form auch für das Universum. Und wenn man jetzt diese Punkte miteinander verbindet, das ist ein Zeichen, das ich mit 20 oder mit 21 mal bekommen habe. Dann hat man eine ganz spezielle Form, nicht von meinen Zeichenkünsten hier irgendwo erschrecken lassen. Dann hat man eine ganz spezielle Form des unikursalen Hexagramms, ohne das Pentagramm in der Mitte, was eigentlich für die makroskopische Welt steht und sprich für die Erde. Und das kann eine völlig neue Form einer religiösen Ausübung geben, einer besseren Form. Und was brauche ich dafür? Ich weiß, meine Zeichenkünste sind nicht besonders gut. Was brauche ich dafür? Ich brauche dafür mehrere Grundstücke weltweit. Ich brauche dafür eine Finanzierung, die so weit abgesichert ist, dass sie unantastbar ist. Wissen Sie, Sie haben es bestimmt mitbekommen, dass durch den Russland-Konflikt, dass zum ersten Mal seit vielen, vielen, vielen Jahrzehnten unschuldige Zivilisten, die nichts getan haben, nur weil sie Bewohner eines befeindeten Landes sind, komplett enteignet worden sind. Denen wurde alles hier weggenommen. Und zwar, ich weiß, der typische Stammtischprolet wird sagen, ja, den haben wir es jetzt aber gegeben. Es ist Unrecht, jemandem etwas zu nehmen, nur weil er Anwohner oder Einwohner einer anderen Nation ist, die einem nicht passt. Das ist Unrecht. Das ist Diebstahl. Das ist staatlicher Diebstahl. Und wenn Sie das mitbekommen haben, im Übrigen, wie gesagt, ich möchte jetzt gar keine politische Diskussion hier auslösen, gar nicht meine Absicht. Ich wette drauf, dass einige von denen, die jetzt hier in Europa wieder enteignet worden sind, bestimmt Vorfahren haben, jüdische Vorfahren, die hier vor 70, 80 Jahren schon einmal enteignet worden sind. Darüber spricht komischerweise niemand. Es würde mich mal interessieren, auf wen das zutrifft. Aber dieses Unrecht zeigt vor allem, wie schnell es gehen kann, dass es innerhalb von Wochen, von ein paar Wochen, ein Klima entwickelt werden kann, wo es wirklich darauf zulaufen kann, dass man alles verliert. Macht es wichtig, das Vermögen, das man gerade als solche Gruppe hat, zu diversifizieren über den ganzen Planeten. Nicht nur an einer Stelle, nicht nur vielleicht Vermögen in der Schweiz oder in Europa oder in den USA, sondern überall, in allen Systemen angelegt, in allen Anlagemöglichkeiten, ob das Edelmetalle sind, ob das Kryptos sind. Kryptos, Jahr 2022, habe ich sehr großes Vertrauen zu. Auf jeden Fall muss es so verteilt sein, dass nicht das Ausschalten eines Zentrums den Zusammenbruch nach sich zieht, sondern dass noch genug da ist, was sich gegenseitig unterstützen kann, dass diese Gruppe, diese Gemeinschaft als solches weiter bestehen kann. Das ist das Wichtigste überhaupt. Nur eine Gemeinschaft hier in Europa oder in Amerika oder in Afrika wird es nicht bringen. Je stärker wir werden, je mehr wir erreichen, umso mehr Feinde werden wir haben und die werden nichts unversucht lassen, das auszulöschen. Und wie löscht man das am besten aus? Indem man den Geldhahn zudreht. Man hat es doch jetzt gesehen. Und das darf nicht passieren. Wenn die finanziellen Möglichkeiten verteilt sind, ist es nahezu unmöglich, alles gleichzeitig auszuschalten. Wie viel, werden Sie fragen, brauche ich, um sowas aufzuziehen? Ich gehe davon aus, über den Daumen gepeilt, von etwa 20 Millionen Euro. Für den Anfang. Aber ich bin mir sicher, dass es Menschen gibt, die durchaus willens sind, etwas zu verändern und die durchaus willens sind, auch Geld dafür zu geben, dass sie mitverantwortlich sind, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen und auch irgendwo etwas dazu zu geben, dass das Geld, was sie sich erarbeitet haben, gut angelegt ist. Ich bin mir völlig sicher. Und wie gesagt, es ist viel Geld, deshalb, Sie werden hier kein Spendenkonto unten drunter sehen oder sonst irgendwas. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie mich unterstützen möchten, dann schreiben Sie mich bitte an. Nicht per E-Mail, sondern per Post. Da unten steht eine Adresse. Und die Menschen, die mich wirklich unterstützen wollen,
können mich da auch gerne anschreiben, können gerne hinschreiben und wir können gerne über Lösungen gucken oder wir können gerne sehen, was wir zusammen tun können. Es wird ein langer Weg. Das ist nicht in ein, zwei Jahren gegessen. Das ist mir völlig klar. Aber ich bin noch nicht tot. Ich bin noch eine Weile hier. Es hat gerade erst begonnen. Und ich habe hier noch einige Jahre Zeit, etwas auf die Beine zu stellen. Und das werde ich tun. Und dazu brauche ich Ihre Hilfe und auch Ihre Vision. Ich danke für Ihre Zeit, die Sie mir geschenkt haben. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen zu erwähnen. Wie gesagt, ich mache selten so eine Skripte, weil ich immer gerne frei rede. Aber es war mir einfach so wichtig, weil ich viel zu große Angst hatte, dass ich irgendwas vergesse, was einfach wichtig ist. In diesem Sinne, lassen Sie uns wirklich diese Welt verändern. Lassen Sie uns die Welt verändern und etwas Neues erschaffen, etwas Besseres. Eines hätte ich doch beinahe noch vergessen. Bevor Sie abschalten, möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, wie Sie persönlich, wie Sie, Sie jetzt dieses Video gesehen haben, schon mithelfen können. Teilen Sie dieses Video. Geben Sie dieses Video anderen zu sehen. Wenn Sie andere Sprachen beherrschen, sehen Sie zu, dass dieses Video übersetzt wird. Ich möchte dieses Video gerne in Englisch sehen. Ich möchte dieses Video gerne in Russisch sehen. In Spanisch habe ich schon eine Freundin, die mir das übersetzen wird. In Griechisch. In alle Sprachen dieser Welt möglichst. Ich möchte, dass dieses Video rumgeht. Dass dieses Video weitergereicht wird. Ich möchte nicht, dass es nur auf meinem Kanal bleibt. Ich werde natürlich, wenn die Übersetzungen da sind, das mit hier veröffentlichen. Aber ich möchte, dass es weitergereicht wird. Sie alle können dieses Video gerne benutzen. Sie können es gerne verlinken. Sie können es teilen. Sie können es irgendwo hochladen. Aber ich möchte, dass wenn Sie die Möglichkeit haben, beispielsweise das in anderen Sprachen irgendwie zu übersetzen, tun Sie das. Aber wie gesagt, reißen Sie es bitte nicht aus dem Zusammenhang. Das wäre nicht so schön. Lassen Sie es in dem Zusammenhang, wie ich es auch dargelegt habe. Und damit würden Sie mir einen riesigen Gefallen tun, das im Prinzip weiterzugeben. Weil das ist das, was Sie persönlich machen können. Das hätte ich jetzt beinahe noch vergessen zu sagen. Habe ich jetzt nochmal gemacht. Alles klar. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.